Jo Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Das ist jetzt noch nicht das 100.000 Abonnenten-Special. Das kommt bald, aber heute habe ich ein Ganzkörper-Workout mit den Kurzhanteln für uns alle vorbereitet zum Mitmachen. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Bevor wir losstarten, gehen noch ganz, ganz liebe Grüße raus an Fabian Schmidt, Sascha Huber, größter Fan, Valentino Zaiter, APTV und Anton 3527 und 35. Ja, Freunde, das ist ein Ganzkörper-Workout mit den Kurzhanteln, was ich für euch vorbereitet habe. Wir trainieren die gesamte Muskulatur vom Körper. Was eben noch wichtig ist zu erwähnen im Vorhinein, es sind 6 Übungen und pro Übung trainieren wir 30 Sekunden und haben danach 10 Sekunden Pause und das eben dreimal. Und so machen wir die 6 Übungen durch und dann sind wir fertig für heute. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Motivation. Gut, ich erkläre euch jetzt schnell die erste Übung. Die erste Übung nennt sich Sodman Curls. Das ist eben eine Bizeps Curl Übung, sozusagen eine Variation davon, bei der wir das Handgelenk eben eindrehen. Wir starten in der Hammer Curl Position, das heißt, das Handgelenk befindet sich in dieser Position. Und danach, etwa auf dieser Höhe, drehen wir das Handgelenk ein. Denn so trainieren wir nicht nur den oberen, sondern auch den äußeren und inneren Teil des Bizeps. Also den gesamten Bizeps, ja, mit nur einer Übung. Und natürlich mit beiden Händen gleichzeitig, denn so haben wir am meisten Trainingseffekt sozusagen in kürzester Zeit, weil wir eben beide Arme gleichzeitig trainieren können. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt los, nämlich in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Wichtig ist jetzt bei dieser Übung, wenn ihr startet, gebt die Schulter hoch, zurück und runter. Denn dann ist die Schulter fixiert. Das bedeutet, wir arbeiten wirklich nur aus dem Bizeps, ja, und helfen somit der Schulter nicht mit. Das ist ein ganz einfacher Trick, um eben Schulterverletzungen natürlich auch vorzubeugen. Wir gehen schnell hoch, halten oben kurz und gehen wieder langsam runter. Und bam, schnell hoch, langsam runter und wieder bam, schnell hoch und langsam runter. Gut, das waren die ersten 30 Sekunden und danach, jetzt haben wir eben 10 Sekunden Pause, jetzt nur noch 5 und dann kommen wir schon zum zweiten Satz für den Bizeps. Gut, und es geht los. Wieder Schultern hoch, zurück und runter, also die Schulterblätter fixiert, schnell hoch und langsam runter. Und eben das Handgelenk in der Mitte ungefähr einrollen, nach innen eindrehen sozusagen. Und bam, oben kurz halten und wieder langsam runter. Und ihr spürt schon, wie der gesamte Bizeps unter Anspannung ist und eben auch einen guten Pump bereits. Puh, genau. Und noch 3 Sekunden, bam, perfekt. Wichtig ist, dass wir langsam runtergehen, das nennt man negative Ausführung, damit wir eben auch da eine Anspannung haben, noch dazu. Und letzter Satz für den Bizeps, los geht's. Und schnell hoch und negative Ausführung, langsam runter. Denn so bauen wir natürlich auch noch schneller die Muskulatur auf, was natürlich sehr empfehlenswert ist. Und bam, und wieder langsam. Bam, langsam runter. Noch 3 Sekunden. Bam, ja, sehr gut. So, jetzt nächste Übung ist eine Übung für die Brust und auch für den Trizeps. Liegestütz mit den Hanteln. Und los geht's. Wir starten. Jetzt geht wieder langsam runter und explosiv hoch. Wichtig ist hierbei, dass ihr ganz runter geht, also wirklich mit der Nase den Boden berührt und schnell hoch geht. Weil so haben wir noch dazu eine leichte Dehnung in der Brust, was natürlich den Muskelreiz wieder dementsprechend fördert und den Muskelaufbau natürlich so auch. Beim Hochgehen ausatmen, bei jeder Übung, bei der Anstrengung ausatmen. Gut, jetzt 10 Sekunden Pause. Bei dieser Übung ist wichtig, Freunde, dass ihr versucht, den Ellbogen beim Körper zu halten und nicht nach außen zu drücken. Denn sonst trainieren wir mehr die Schulter. Es geht schon wieder los. Den Ellbogen direkt parallel zum Körper führen und nicht so nach außen drücken, sondern eben parallel zum Körper. Und wieder schnell hoch. Langsam runter für die negative Ausführung. Bam! Und schnell hoch. Sehr gut, Freunde. Nur weiter so. Ja, das geht schön auf die Brust. Und natürlich auch auf den Trizeps. Puh. Puh. Ja, jetzt sind wir schon mit dem zweiten Satz fertig.
kurze Pause, kurz ausschütteln und es geht direkt weiter mit dem dritten Satz, eben für die Brust. Und los geht's. Körperspannung im gesamten Körper, Arschbacken zusammenkneifen und eine Spannung im gesamten Körper bilden. Langsam runter, alles geben und schnell hoch. Und ganz hoch und ganz runter. Das ist das absolut Fundamentalste und Wichtigste für den Muskelaufbau. Langsam runter, jetzt wird es schon schwer und schnell hoch. Nimm mal lange und geschafft. Sehr gut, Freunde. Jetzt geht es weiter mit Squats und direkt mit der Schulterpress. Also, ihr nehmt die Hantel und gebt sie hoch. Wir gehen jetzt langsam runter und explosiv hoch und die Hantel in die Luft. Sehr gut. Langsam runter, schnell hoch, Hantel in die Luft. Ihr spürt, das geht richtig in die Schulter, aber auch in die Beine. Langsam runter und schnell hoch. Eine gesamte Körperübung ist das für den unteren Rücken, aber natürlich auch für die Beine, für die Schulter. Oh, sehr gut. Jetzt kurz durchatmen. Wir haben nie lange Pause. Ich versuche in der Pause noch so gut wie möglich zu erklären. Also, es ist nicht leicht, aber weiterkämpfen. Es geht schon wieder direkt weiter. Also, Hanteln hochheben und runter. Und bam. Sehr gut. Und wieder runter. Versucht den Unterrücken so gerade wie möglich zu halten. Also den Arsch hinten rausstrecken und dann erst runtergehen. Noch 5 Sekunden. Yes! Perfekt! So, jetzt 10 Sekunden Pause. Wichtig ist, wenn ihr runtergeht, dass ihr zuerst mit dem Arsch runtergeht und dann erst sozusagen, also den Arsch erst zurückgebt und dann erst runtergeht. Denn so bleibt der Rücken so lange wie möglich gerade. Oh, jetzt geht schon wieder weiter. Und letzter Satz. Hanteln hoch und langsam runter. Und bam! Direkt in die Schulterpress rein. Langsam runter. Und in die Schulterpress rein. Sehr gut. Weiterkämpfen. Diesmal natürlich beim Hochgehen ausatmen. Bam. Sehr gut. Jetzt. Nächste Übung nennt sich Fleiß. Also, wir legen uns auf den Boden. Das ist natürlich wieder eine Brustübung. Einfach auf den Boden legen. Und eben Fleiß machen. Sprich, hier geht in die ganz normale Position und macht die Flügel auf, bleibt fast durchgestreckt, aber nur fast. Geht langsam auf und schnell zusammen. Langsam auf, schnell zusammen. Langsam auf und bam, schnell zusammen. Kämpfen. Sehr gut. Wichtig ist hierbei, dass ihr wieder die Schulterblätter eben hochgebt, zurückgebt und hinten wieder und dann wieder nach unten. Denn so sind wir höher in der Luft und können so weiter aufmachen, bevor der Ellbogen den Boden berührt. Direkt weiter geht's. Also, Ellbogen in Position geben, hochgehen und aufmachen. Die Arme fast gestreckt halten, aber nicht ganz. Sehr gut. Und wir langsam auf. Jetzt 10 Sekunden Pause, dann der letzte Satz eben für die Brust. Wichtig ist, dass ihr wirklich fokussiert bleibt, die Atmung anpasst und euch bei jeder Übung auf den Muskel konzentriert, den wir auch trainieren. In diesem Fall auf die Brust. Konzentriert euch wirklich auf die Brust bei der gesamten Übung. Wirklich nur aus der Brust drücken, nicht aus dem Bizeps. Das ist ja der große Fehler, den viele machen, dass sie aus dem Bizeps drücken, aber wir sollen nur aus der Brust drücken und wieder langsam aufgehen und schnell hoch, langsam auf, schnell hoch. Gut, das war's mit den 3 Sätzen, jetzt geht's weiter mit Wall Sit. Also eine Übung für die Oberschenkel, wir setzen uns an die Wand, aber mit den Hanteln. Also nehmt die Hanteln, legt sie ab auf euren Oberschenkel und geht in Position. Jetzt kämpfen. Eine statische Übung
extrem gut für den Arsch und für die Oberschenkel. Ja, genau das brauchen wir auch bei einem Ganzkörper-Workout. Da sind natürlich die Beine nicht zu vernachlässigen. Noch 3 Sekunden und yes! Kurz ausschütteln die Beine und es geht direkt schon gleich wieder weiter. Das ist schon die vorletzte Übung, also nicht aufgeben und direkt wieder rein in den Wall-Sit. Ja, mit externem Gewicht auf den Oberschenkeln, genau so lieben wir das, oder Freunde? Kämpfen, kämpfen und wie ihr wisst, weiterkämpfen. Jetzt noch 13 Sekunden, bleibt am Ball, nicht aufgeben, nicht einbrechen, einfach weiterkämpfen und so die maximale Muskelkontraktion zu erzeugen und so eben am besten die Muskeln aufzubauen. Ja, sehr gut. Ich spüre schon richtig gut den Oberschenkel. Noch 5 Sekunden, 4 und schon wieder in Position gehen. Los geht's. Wenn euch die Pausen zu kurz sind, könnt ihr auch gerne Stopp drücken im Video und einfach kurz durchatmen und dann erst im nächsten Satz gehen. Ist natürlich absolut kein Problem. Macht dieses Workout jeden zweiten Tag. Wenn ihr keine Muskelkater mehr habt, dann ist das perfekt. Wenn ihr gar keine Muskelkater habt, könnt ihr es auch gerne jeden Tag machen. Aber schaut, dass ihr nicht ins Übertraining kommt. Jetzt noch 3, 2, 1. Ja. Sehr gut. Die letzte Übung ist eine Übung für den Bauch, nämlich Weighted Ab Crunches. Also einfach auf den Boden legen, die Hanteln in diese Position nehmen und ausatmen, kurz oben halten und wir langsam runtergehen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Wichtig ist hierbei wirklich nur aus dem Bauch hochgehen. Vergesst das nicht. Versucht bei jeder Übung euch auf den Muskel zu konzentrieren, den ihr auch trainiert. Und nur mit diesem Muskel zu arbeiten. Denn so könnt ihr die Muskulatur stets noch gezielt aufbauen. Gut, könnt gerne liegen bleiben, durchatmen, auslockern. Und es geht schon direkt mit dem zweiten Satz weiter. Das ist jetzt schon der zweite Satz. Der vorletzte Satz vom ganzen Training. Und hoch, oben halten und runter. Beim Hochgehen ausatmen, oben halten und runter. Versucht wirklich nur aus dem Bauchmuskel hochzugehen und eben auszuatmen beim Hochgehen. Das ist der beste Trick, um die Bauchmuskulatur richtig hart zu trainieren. Wichtig, wirklich. Beim Hochgehen ausatmen, dann spürt ihr es richtig hart im Sixpack. Das heißt, baut sehr gutes Sixpack auf. Jetzt zum letzten Satz. Alles geben. Jetzt nochmal richtig kämpfen. Halten und runter. Und gleich haben wir es geschafft. Perfekt. Jetzt haben wir es geschafft, Freunde. Gerne könnt ihr diese Bauchmuskulaturübung noch schwieriger machen bei den nächsten Einheiten, indem ihr einfach die Beine anwinkelt bzw. ausstreckt. Denn so haben wir natürlich eine noch höhere Spannung in der Bauchmuskulatur. Was wiederum bedeutet, dass natürlich der Bauchmuskel dann noch intensiver trainiert wird. Ja, Freunde, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Ernährung, dann checkt dieses Video aus. Hier erfahrt ihr, wie ihr so schnell wie möglich abnehmt, aber auch, wie ihr so schnell wie möglich clean Muskulatur aufbaut und eben einen athletischen Körper bekommt. Denn zum Training ist auch natürlich immer das Wichtigste, dass die Ernährung stimmt. Denn nur so könnt ihr beste Resultate in kürzester Zeit erzielen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und Motivation. Vergesst jetzt auf keinen Fall zu liken, zu kommentieren, damit ich weiß, ob ihr mehr solche Workouts wollt, bei denen ihr mittrainieren könnt mit mir, beziehungsweise ich mit euch gemeinsam trainieren kann. Lasst es mich unbedingt wissen mit einem Like und einem Kommentar und vergesst nicht, die Abo-Glocke zu aktivieren, denn immer mehr schreiben mir, dass sie nicht mehr sehen, wann eben ein Video online geht. Also unbedingt die Abo-Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel, viel Erfolg, viel Motivation weiterhin. Macht es gut, euer Sascha. Bis zum nächsten Mal. Peace!
du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.